Hallo, ich bin Nico von der Ikonenschmiede und das ist der Kunstverkaufen Podcast mit Episode 234, dem Kunstmarketing Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du dich ehrlich vermarktest und deine Kunst direkt und ohne Umwege an deinen Traumkunden verkaufst. Und in der heutigen Episode des Kunstverkaufen Podcasts, der Episode 234, 234, erfährst du, wie es mit dem Kunstverkaufen Podcast weitergeht. Drei Antworten auf Fragen, die mir häufig gestellt werden und natürlich auch diverse Ankündigungen, die dich ganz bestimmt interessieren werden. Davor aber der Hinweis, nein, nicht Ikonenschmiede auf Instagram, obwohl da kannst du gerne auch vorbeischauen, @Ikonenschmiede auf Instagram. Dort kannst du mir gerne auch Feedback zu der heutigen Episode mit den vielen Ankündigungen und speziellen Themen auch mal geben. Das ist ein ganz neues Format, mal schauen, vielleicht behalte ich das bei. Aber es geht um was ganz anderes, und zwar um meine Website ikonenschmiede.de. Schau doch einfach mal vorbei, weil da gibt es einen Crashkurs, der geht 20 Minuten lang und ist komplett kostenlos für dich und auch für deine Freunde, die vielleicht sich auch selbst vermarkten möchten. Aber natürlich für bildende Künstler und Künstlerinnen, so wie du es bist. Deswegen schau einfach mal vorbei auf ikonenschmiede.de. Dort kannst du dich anmelden, kostenlos, für diesen 20-minütigen Crashkurs. Einfach E-Mail-Adresse eingeben, zack, und du bist schon dabei. Was lernst du denn dort? Naja, drei Punkte, die im Detail angesprochen werden. Zum ersten, der schlimmste Denkfehler, den 87,3% der Künstler davon abhält, von der Kunst zu leben. Und dieser ist einfach vermeidbar. Ja, tatsächlich. Den werden wir uns anschauen, damit du ihn halt auch in Zukunft vermeiden kannst. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Zweitens, das erprobte Vier-Schritte-System, mit dem du deine Kunst ohne Galerie- und Marketingvorkenntnisse verkaufst. Erprobt mit Dutzenden Künstlern. Nee, also etwas, das dir auch dabei hilft, so ein bisschen Struktur in deine Arbeit reinzubringen. Und drittens, wie du neben dem Tagesjob Schritt für Schritt den Übergang zum Vollzeitkünstler schaffst und das ohne ein Instagram-Sklave zu werden. Du siehst, ein Crashkurs voller Inhalt, voller Mehrwert, du solltest dich anmelden. Also alles andere wäre nicht vernünftig, oder? Also schau einfach mal vorbei auf ikonenschmiede.de und klick auf einen der grünen Buttons. Ich habe viele grüne Buttons mittlerweile installiert. Geh einfach mal drauf, klick da drauf und dann meld dich an und dann hast du sofort Zugriff. So Leute, jetzt ist soweit. Na, erstes Halbjahr vorbei. Ich weiß nicht, wie es dir so ging. Du hast dir bestimmt einen Jahresplanung zurechtgeschrieben. Also wenn du schon länger zuhörst, dann vielleicht. Ansonsten, ja, hast du überhaupt irgendwie eine Planung gemacht? So fürs Quartal, fürs Halbjahr, bist du zufrieden? Hast du stetigen Fortschritt auch verzeichnen können? Oder noch die wichtigste Frage, hast du dir überhaupt Pläne gemacht? Ne, manchmal hat man auch so das Gefühl, ach, Pläne bringen eh nichts, das Leben passiert eh, ich bin lieber flexibel und dynamisch. Ja, ich habe alles schon mal durch, ne? Von viel zu viel geplant und überarbeitet bis hin zu, ja, gar nichts planen, weil man denkt, ja, ich lass mich führen vom kosmischen Ich oder keine Ahnung, ne? Also alles schon durch. Aber ich kann auf jeden Fall an der Stelle schon mal sagen, Pläne sind sinnvoll. In einem gewissen Rahmen, natürlich passiert das Leben, aber ein bisschen Struktur und Richtung ist gar nicht so schlecht. Aber das Problem, das wir meistens haben, ist ja nicht, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen oder müssen, sondern wir können uns nicht dazu motivieren. Das ist meistens so der Punkt, ne? Eigentlich wissen wir, was zu tun ist. Wir wissen auch, welche Dinge wir verändern möchten und sollen, ne? Damit wir halt auch ein bisschen glücklicher werden, damit wir vielleicht weniger am Handy sitzen, vielleicht weniger Süßigkeiten essen, obwohl das auch hin und wieder mal ganz gut ist für die Seele. Aber man weiß eigentlich, was zu tun ist, aber man tut es dann trotzdem nicht. Und wie du dieses Problem löst, erzähle ich dir gleich, aber davor möchte ich gerne ein paar Ankündigungen machen. Und zwar erstens, den Podcast wird es leider nur noch zweimal im Monat geben. Erste Woche, dritte Woche, Podcast-Woche. Ja? Warum? Naja, weil ich jetzt mehr Zeit in die Kunstschmiede-Akademie investiere. Warum tue ich dir das an? Naja, also es ist so, ich überarbeite aktuell alle Module, alle Lektionen der Kunstschmiede-Akademie. Alle. Und verarbeite dort auch alle Erfahrungen und Erkenntnisse in dieser Akademie und auch in der Arbeit, die ich mit Dutzenden Künstlern gesammelt habe, um dann eben noch bessere Lektionen zu schaffen. Also stetige Verbesserung der Qualität. Das ist die Prämisse und der möchte ich auch gerne folgen. Deswegen werde ich den Umfang der Inhalte, die ich kostenlos zur Verfügung stelle, etwas einschränken, um auch in Zukunft mehr Zeit für die Mitglieder der Kunstschmiede-Akademie auch aufbringen zu können. Das heißt, da möchte ich auch ein bisschen mehr Zeit investieren. Wir haben übrigens jetzt auch am Mittwoch den Mindset-Mittwoch in der Kunstschmiede-Akademie, wo wir Schritt für Schritt Literatur bearbeiten. Also Kapitel für Kapitel. Aktuell
ist es Psycho Cybernetics von Dr. Maxwell Maltz. Dieses Buch gibt es leider nur auf Englisch, kann ich absolut empfehlen. Das beste, wichtigste und wertvollste Buch, das du dir jemals kaufen würdest zum Thema Mindset und Selbstbild und Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du das Buch verinnerlicht hast, brauchst du nichts anderes mehr. Aber es gibt es leider nur auf Englisch und deswegen habe ich mich entschlossen, das komplett Deutsch zu erarbeiten, verarbeiten und dann in Webinaren vorzustellen. Und dann können wir gemeinsam mit den anderen Mitgliedern das bearbeiten, Fragen stellen, Fragen beantworten, gemeinsam zu Rückschlüssen kommen, damit wir da halt auch gemeinsam unser Mindset auf ein neues Level bringen. Na, deswegen, wenn das für dich interessant ist, ikonenschmiede.de/akademie. Aber ich möchte hier nochmal kurz was zu diesen Lektionen sagen, zu dem Upgrade. Ja, es gibt jetzt einfach dieses Upgrade, es wird alles neu gemacht, alles überarbeitet, Redesign, alles schön gemacht natürlich auch und noch schöner natürlich, als es jetzt schon ist. Und der Release wird wahrscheinlich am 01.01.2022 sein, wahrscheinlich. Davor wirst du natürlich nochmal darauf hingewiesen, dass der Preis erhöht wird. Es wird keine Rabattaktion geben. Wird es nicht, ne? Aber ich werde nochmal rechtzeitig sowohl im Newsletter als auch hier im Podcast darauf hinweisen, wann die neue Version online geht und wann auch damit der Preis steigen wird. Also wenn du diesen alten Preis, diesen jetzigen Preis noch zahlen möchtest, dann wäre auf jeden Fall bis dahin der Zeitpunkt, weil dann hättest du auch noch Zugriff auf die neuen Sachen. Ja, das ist immer so, dass diejenigen, die neu dazugekommen sind, immer auch belohnt werden für das, was danach kommt. Ja, also Treue möchte ich belohnen. Das heißt, wenn du dich heute anmeldest oder auch nur einen Tag vorher dich bewirbst, dann wirst du natürlich belohnt mit dem alten Preis. Das heißt, der Preis wird erheblich teurer, erheblich. Und damit natürlich auch die Inhalte erheblich umfangreicher, noch detaillierter, noch erfolgsbringender. Deswegen Release wahrscheinlich am 01.01. Das ist so mein Ziel. Mal schauen, ob ich es schaffe. Ich denke ja. Und dann wird der Preis nicht ganz unerheblich steigen. Das heißt, bewirb dich am besten noch heute auf ikonenschmiede.de/akademie. Und sei auch nicht schüchtern, selbst wenn du abgewiesen werden solltest, werde ich dir sagen, woran du arbeiten kannst und du darfst dich jederzeit wieder bei mir bewerben. Weil ich habe Interesse daran, dass du Erfolg hast. Ich bin nicht daran interessiert, dich zu demotivieren oder zu demoralisieren. Ganz im Gegenteil, solche Menschen mag ich selber nicht. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, was du tun kannst, um dich zu verbessern und in welche Richtung du dich auch entwickeln kannst. So, nächste Ankündigung. Etwas ganz Besonderes, das dich ganz bestimmt auch interessiert, bei dem du alles zu gewinnen kannst, und zwar der nächste kostenlose Livestream Q&A auf YouTube. Der findet bald wieder statt, und zwar am 14.08.2021 um 12 Uhr bis 13 Uhr. Das ist ein Samstag, und dort werde ich dann in diesem Livestream Q&A werde ich Fragen kostenlos beantworten zur Vermarktung und zum Verkauf deiner Kunst. Also kannst du dir schon mal Fragen zurechtlegen. Das wird immer einmal pro Quartal stattfinden. Das ist jetzt einfach mal so fest, das mache ich gerne und dort kannst du mir Fragen stellen. Eine Stunde lang auf YouTube, das wird natürlich vorher nochmal angekündigt, sowohl im Podcast als auch im Newsletter. Das heißt, wenn dich das interessiert, schreib es dir auf jeden Fall jetzt schon mal auf, 14.08.2021 um 12 Uhr bis 13 Uhr. Wo? Auf meinem YouTube-Kanal. Da wirst du auf jeden Fall dann noch eine Einladung per Newsletter erhalten oder nochmal darauf hingewiesen werden im Podcast. Ich verlose dort auch wieder 3 Plätze für jeweils eine Stunde One-on-One-Coaching mit mir. Eine Stunde One-on-One-Coaching kannst du mit mir da gewinnen. Da gibt es nur 3 Plätze. Die Teilnahmebedingungen bei dieser Verlosung werden anders sein als bei der letzten Verlosung. Ich möchte dir nur einen kurzen Tipp geben. Es ist schon mal wichtig, dass man auch diese Livestream-Q&As bewusst wahrnimmt. Einfach auch mal während dem Podcast sich vielleicht auch mal Gedanken macht, was will der eigentlich von mir, was könnte er wollen, wenn er diese Teilnahmebedingungen verändert und sich dann auch einfach währenddessen ein bisschen Notizen machen. Ja, so lernt man auch einfach bewusst, sich Dinge aufzuschreiben, bewusst sich einfach mal auch Konzepte niederschreiben und drüber nachdenken und ja, einfach sich das, was man im Kopf hat, mal auf Papier bringen, ja, damit man da auch damit arbeiten kann. Nebenbei bemerkt, ich biete grundsätzlich keine One-on-One-Coachings an. Ja, mir wurde schon auch Geld dafür geboten, aber ich mache das nicht. Warum? Sage ich nicht, weil ich da keinen Bock drauf habe. Ganz einfach, ne? Aber ich verschenke sowas sehr gerne, weil ich dann ein bisschen was zurückgeben kann. Und es freut mich natürlich auch, wenn ich jemandem so eine Freude machen kann.
vor allem mit sowas in Anführungsstrichen Besonderes, nicht weil ich besonders bin, aber weil es das halt sonst nicht gibt. Und dann freue ich mich, das halt auch an jemanden zu verschenken, der ja einfach Unterstützung will. Deswegen 14.8. oder braucht 14.8.2021 um 12 Uhr bis 13 Uhr. So, lass uns zu den drei Fragen kommen, die mir immer wieder gestellt werden. Das sind so drei Fragen, die ja, dich vielleicht auch beschäftigen. Und bevor wir zu diesen Fragen kommen, möchte ich dir auch nochmal einen kurzen Tipp geben. Es ist ganz wichtig, dass man das auch versteht. Unser Verstand liebt Komplexität. Unser Verstand liebt Komplexität. Darin gräbt er sich ein und fühlt sich gut. Und vor allem, wenn man das sieht, Menschen, die sehr komplex, sehr hochgestochen reden, die fühlen sich richtig wohl darin. Also das schafft einen gewissen Wert. Komplexität hat so diese implizierten einen gewissen Wert. Ne? Wenn man ganz simple Lösungen hat oder ganz simple Dinge, dann hat das irgendwie so dieses Gefühl von, ja, das ist einfach und das hat keine Substanz oder sowas. Ne? Aber ganz im Gegenteil, es ist wichtig, dass man den simplen Weg sucht, weil Komplexität brauchen wir nicht. Die Welt ist so schon komplex genug. Ich kann dir nur sagen, auf jede komplexe Problemstellung gibt es auch eine simple Lösung. Aber nur dann, wenn man die Frage, wenn man das Problem ganz simpel und einfach und auf den Punkt auch formulieren kann. Simple Formulierungen schaffen den Boden für simple Lösungen. Ja, simple Fragestellungen schaffen simple Lösungen. Deswegen unsere drei Fragen. Wie viel muss ich von mir selbst beim Marketing preisgeben, um Kunden für mich zu gewinnen? Zweitens, wie finde ich Menschen, die meine Kunst kaufen? Drittens, wie kann ich mein Mindset stetig auf das nächste Level bringen? Das sind drei Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Und dieser letzte Punkt vor allem wird dir dann auch zeigen, wie du dich dann auch selbst dazu motivieren kannst, die Dinge zu tun, von denen du dich sonst immer drückst oder, keine Ahnung, auch so einen inneren Widerstand spürst, meinetwegen. Das kennt ja jeder von uns, so diese inneren Widerstände. Und da möchte ich dann auch einen Experten zitieren dann später, weil wir gerade das auch aktuell in unserem Mindset-Mittwoch in der Ikonenschmiede-Akademie behandeln. Punkt 1. Wie viel muss ich von mir selbst beim Marketing preisgeben, um einen Kunden für mich zu gewinnen? Simple Antwort, so viel wie nötig es ist, um Vertrauen aufzubauen. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist die simple Antwort. Jetzt stellst du dir natürlich die Frage, ja, und wie kann ich Vertrauen aufbauen? Das sind drei Punkte. Wohlwollen, Integrität, Kompetenz. Du zeigst dem Kunden, dass du in seinem Sinne arbeitest, in allen Bereichen, dass du dich auf ihn konzentrierst, dass dir seine Wünsche wichtig sind und dass du in ihm jemanden siehst, dem du eine große Freude machen möchtest. Ja, das setzt voraus oder ist die Basis für hochwertigen Service, hervorragenden Service und natürlich auch eine gewisse Spezialisierung ist dadurch auch sichtbar auf die Bedürfnisse des Kunden. Bedeutet nicht, dass du alles tun sollst, was der Kunde dir sagt. Ganz sicher nicht. Es gilt schon, sein eigenes Thema zu finden, dann denjenigen, dem man die Arbeit widmen möchte, jemand, der die ähnlichen Werte, Überzeugungen und Interessen hat und die Schnittmenge ist die Basis für deine Kunst. In dieser Schnittmenge entsteht deine Kunst, dein Marketing und alles drumherum. Ja, damit wir da einfach mal auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Weil es wird oft irgendwie gesagt, ja, Kunst muss frei sein. Die einzige Freiheit, die du hast, ist darüber zu entscheiden, was du nicht tun willst. Nicht einfach alles zu tun, was du willst. Das ist Blödsinn. Das ist was für Amateure. Wir machen das professionell. Deswegen, wir konzentrieren uns auf die Dinge, die wir tun möchten und entscheiden gleichzeitig, was wollen wir nicht tun. Das ist der Rahmen, in dem wir unsere Kunst aufbauen. Ja, das ist da, das ist so diese Mauer. Punkt 2, Integrität. Was bedeutet das? Wird gerne auch in so Mission Statements genutzt. Ja, wir stehen für Integrität. Unser Unternehmen ist integer. Wir sind stets integer bei Verhandlungen. Ja, bla bla. Ja, was bedeutet Integrität? Tun und handeln im Einklang. Was bedeutet das konkret bei dir? Du zeigst mit deiner Intention, was machst du für wen, aus welchem Grund, mit welcher Wirkung, dass du eine gewisse Ausrichtung hast, ein gewisses Ziel verfolgst und die Kunst ist ein Symbol dafür. Wenn sich das, was du sagst, nicht mit dem übereinstimmt, was du tust, dann wirst du kein Vertrauen aufbauen. Na, also du hast irgendwie eine Intention, die ist vielleicht sogar ziemlich schwammig und dann hast du irgendwie total durcheinander gewürfeltes Portfolio und dann stehst du da und sagst hier 1000 Euro. Nee, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Deswegen wichtig, dass man da die Integrität auch wahrt und das immer wieder auch kommuniziert. Punkt 3, Kompetenz, hohe Fachkenntnis, sowohl im thematischen als auch im technischen. Ja, auch im technischen. Ja, hohe Qualität ist wichtig in der Kunst.
In manchen Bereichen der Kunstbranche anscheinend nicht. Meinetwegen soll auch so sein. Ja. Manche Werke von Banksy finde ich jetzt auch nicht besonders anspruchsvoll, aber darum geht es da auch in dem Fall auch nicht, weil er hat sich so eine starke Marke aufgebaut, dass eben die Kunst für sich schon als Symbol wirkt für seine persönliche Vision, die er hat und das Thema, das er bearbeitet, die Mission, die er verfolgt. So gesehen kann man dann auch simple Werke wählen und simple Techniken auch nutzen, um das auszudrücken, was man ausdrücken möchte. Aber grundsätzlich ist immer ansprechend, wenn die Arbeit mit hoher Kompetenz in Verbindung gebracht wird. Hohe Fachkenntnis, hohe Technik auch, also hohe Fachkenntnis sowohl im Technischen als auch im Thematischen. Das heißt, wenn der Kunde sieht, dass du dich mit dem auseinandersetzt, was auch ihn interessiert, du hohe Fachkenntnis im Thematischen und Technischen hast, du das tust, was du sagst und du auch noch im Sinne des Kunden arbeitest und das auch zeigst, demonstrierst und auch beweist an Beispielen, die du bisher auch hattest mit anderen Kunden, falls du sowas hattest, dann wirst du mit der Zeit Vertrauen aufbauen. Und dann gilt es nur noch, gewisse Verkaufs-E-Mails zu schreiben, meinetwegen, auf den Verkauf hinzuweisen und die Kunst dann auch für denjenigen ansprechend zu machen. Ja, das sind dann andere Dinge, da geht es dann schon so ins Conversion Copywriting, auch ein Bereich, den wir in den neuen Modulen ansprechen werden, ganz im Detail. Ansonsten würde ich dir natürlich empfehlen, dass, wenn du jetzt auch Mitglied bist der Kunstschmiedeakademie, das SSMB-Modell zu nutzen mit einem Call to Action. Diejenigen, die in der Kunstschmiedeakademie sind, werden wissen, was ich meine. Also, wie viel muss ich von mir selbst beim Marketing preisgeben, um den Kunden für mich zu gewinnen? So viel wie nötig ist, um Vertrauen aufzubauen. Wohlwollen, Integrität, Kompetenz. Zweiter Punkt. Wie finde ich Menschen, die meine Kunst kaufen? Kurzfassung, gar nicht. Die Antwort: Erst findest du die Menschen, denen du eine große Freude machen möchtest, und dann machst du Kunst für sie. Punkt. Ja? Weil das ist so ein ganz komischer Gedanke, weißt du, es gibt so viele Menschen da draußen, die sagen, ja, ich brauch diese eine Idee und dann werde ich Millionär oder so. Ne? Das ist genauso wie mit der Kunst. Man hat irgendeine Idee, klatscht die auf Leinwand, meinetwegen auch über 80 Stunden lang und dann sieht das gut aus, aber man hat halt sich keine Gedanken darüber gemacht, ob das überhaupt sich jemals irgendwie irgendwo reinhängt. Ne? Also da ging es immer nur um einen selbst. Ich. Wer kauft meine Kunst? Ich. Ja? Wer stellt mich aus? Wer zahlt mir den Preis? Ne? Ich. Und da geht es immer nur um das Ich. Wobei man immer wieder auch dachte, dass Künstler eigentlich nicht so egoistisch sind. Und das sind schon sehr egoistische Tendenzen, die dir eingebläut wurden vom Markt. Der Markt, der dir sagt, du darfst dich an niemanden orientieren. Ja. Die Wahrheit ist allerdings, dass der Kunde sich tatsächlich ehrlich für dich und deine Kunst interessiert und auch am Kunstkauf interessiert ist, wenn du dich ehrlich für ihn interessierst. Das ist in jeder Branche so. Wenn du Geld verdienen möchtest, such dir ein Problem, löse es besser als jeder andere. Punkt. So. Jetzt hast du dir ein MBA-Studium gespart. Ja, löse das Problem besser als jeder andere. Jeder Mensch hat Probleme, sowohl im geistigen, körperlichen, spirituellen, emotionalen, wie auch immer. Bedeutet, welches Problem kann Kunst lösen? Kunst kann daran erinnern, welche Ideale wir leben könnten und sollten, um positive Veränderungen zu inspirieren. Bedeutet, wir haben eine Situation, in der wir uns aktuell nicht wohlfühlen und welche Hindernisse, die wir überwinden möchten. Und die Kunst kann uns dabei helfen, uns daran zu orientieren, was wir wirklich haben möchten, uns einen Kompass zu geben, ein Symbol dafür, wer wir sein möchten, um uns immer wieder daran zu erinnern. Ja? Das ist genau die Aufgabe von Kunst, uns zu zeigen, was zum Beispiel wir leben könnten und sollten. Die Ideale des Lebens, die es wert sind, festgehalten zu werden, meinetwegen. Ja? Und das gibt einem vielleicht auch eine neue Perspektive aufs Leben, je nachdem. Wir können da auf jeden Fall nochmal ins Detail gehen, aber es geht darum, dass man herausfindet, für wen möchte ich meine Kunst machen? Punkt. Wie möchte ich meine Kunst widmen? Das ist deine Aufgabe. Die Kunst gehört nicht dir. Die Kunst hat niemals dir gehört. Ne? Die Kunst gehört demjenigen, dem du diese Kunst auch widmest. Das heißt, du suchst erstmal nach deinen eigenen Fähigkeiten, nach deinem eigenen Thema, dann schaust du, wem könnte das sonst interessieren. Die Schnittmenge daraus ist der Bereich, in dem sich deine Kunst aufhält, mit der Thematik, mit dem Marketing und allem drum und dran. So, dann findest du heraus im direkten Gespräch, du findest einfach diese Leute erstmal online. Wie, werde ich dir gleich erzählen, findest du diese Narrative heraus, die Gedankenwelt. Und diese Gedankenwelt und diese Narrative werden dir als Inspiration dienen dazu, was du künstlerisch verarbeiten kannst. Ja, und damit kann eben deine Kunst den Betrachter daran erinnern, welche Ideale er leben könnte und sollte. Das heißt, stell dir auch mal die Frage, würde er sich das überhaupt reinhängen? Würde ich morgens aufstehen
Oder würde er morgens aufstehen, deine Kunst ansehen und sich gut fühlen? Oder fühlt er sich kacke, weil da irgendwas ganz Seltsames drauf ist? Ja? Oder irgendwas Negatives? Ja? Negative Kunst braucht kein Mensch. Wir haben so schon negative Sachen genügend in unserer Welt. Außer man nutzt es vielleicht satirisch. Das geht natürlich auch. Mit Satire und Humor kann man Negativität auch wieder auflösen. Aber ich will nicht jeden Tag an etwas Negatives erinnert werden. Du wahrscheinlich auch nicht. Ne? Deswegen. Wie kann man den Kontakt herstellen? Wie kann man überhaupt dann weiter vorgehen? Naja, Thema googeln, Menschen kennenlernen, die halt in diesem Thema sich aufhalten, Influencer, Blogger, meinetwegen auch irgendwelche Bücher kaufen, Reviews sich durchlesen, Rezensionen durchlesen zu allen möglichen Veranstaltungen, Büchern, Produkten, was auch immer. Dinge, die halt in deinem Themenbereich sich aufhalten. Dann gilt es zu lesen, zuzuhören, dann die Menschen anzusprechen, die halt in diesem Bereich wahrscheinlich deinem Traumkundenprofil nahe kommen, Fragen stellen, wieder zuhören, Inspiration sammeln, Beziehungen aufbauen, Kunst machen, ja, und zwar zu was? Natürlich zu diesen emotionalen Schnittpunkten, die du dann halt als Inspiration nutzt, um dann halt dich auch weiterzuentwickeln. Und dann zeigst du diesen Menschen wieder deine Kunst. Warum? Um Feedback einzuholen. So, das ist alles. Ja, also du gehst dann auf die Leute zu, zeigst ihnen, was du gemacht hast, und hilfst ihnen dabei zu verstehen, dass du dich wirklich für sie interessierst und das ernst nimmst, was sie da überhaupt dir erzählt haben. Du siehst also, Integrität, Wohlwollen, Kompetenz, diese drei Punkte, die wir vorhin angesprochen haben, werden damit auch transportiert. Was denkst du, was passiert, wenn du das mit hunderten Menschen machst? Naja, die wenigsten haben aber ja, das Durchhaltevermögen, um all das zu machen. Wir wollen lieber Abkürzungen. Den nächsten Instagram-Trick, mit dem sie um die 1000 Follower haben, damit sie irgendwelchen virtuellen Herzchen hinterherrennen und dann am Ende doch nichts verkaufen. Mach's lieber richtig. Finde heraus, wem du deine Kunst widmen möchtest. Suche den direkten Kontakt. Sei nicht abhängig von irgendwelchen Algorithmen. Das ist Blödsinn. Die Algorithmen können sich so schnell ändern und dann bist du abhängig von einer Plattform, die dich ausspuckt wie einen alten Kaugummi, wenn wir mal ehrlich sind. Jede Plattform, die kostenlos ist, hat dich als Produkt. Ganz einfach. Dritter Punkt. Wie kann ich mein Mindset stetig aufs nächste Level bringen? Wir hatten hier nochmal der Punkt, okay, wie finde ich Menschen, die meine Kunst kaufen? Indem du erst die Menschen findest und dann Kunst für sie machst. Kunst, die aber auch authentisch ist zu dem, wofür du stehst. Ja? Erkenntnisse, die du aus deinem Leben auch gesammelt hast und dann verarbeitest. Punkt 3. Wie kann ich mein Mindset stetig aufs nächste Level bringen? Und das ist meine persönliche Erfahrung. Ja, einfach über die letzten 10 Jahre. Ich habe so viel in diesem Bereich mir angeeignet, gelesen, ausprobiert. Und auch hier ist es eine ganz simple Lösung. Und sie ist wahrscheinlich so simpel, dass du es nicht tun wirst. Und ich bin da nicht mal böse drum. Ja, mir ist es ehrlich gesagt egal, ob du es machst oder nicht. Aber ich würde es dir gerne erzählen, damit du nicht sagen kannst, hätte es mir doch gesagt. Ganz simpel. Du machst erstmal eine ehrliche Inventur. Na? Wer bin ich? Meine Stärken, Schwächen, Talente, Eigenschaften, Gewohnheiten, Glaubenssätze. Was glaube ich den ganzen Tag? Was denke ich den ganzen Tag? Einfach mal eine App offen haben, in die du mal reinschreibst, welche Gedanken du den ganzen Tag hast, ohne sie großartig zu bewerten. Und dann sich einfach mal zu überlegen, will ich diese Person sein, die all diese Dinge denkt, tut und diese Schwächen hat, diese Talente vielleicht nicht nutzt, die Eigenschaften hat und so weiter und so fort. Und dann beginnst du, dein ideales Selbst zu formulieren. Die Person, die du in allen Bereichen bewundern würdest. Und dann wirst du da detailliert. Du stellst dir einfach vor, wie diese Person sich verhalten würde in den Situationen, in denen du dich vielleicht nicht so wohl fühlst, aber in einer anderen Art und Weise. Und zwar souverän, mit einem guten Gefühl. Und das am besten in einem entspannten Zustand. Meinetwegen in der Meditation oder du legst die Beine hoch und machst so eine Entspannungstechnik, je nachdem. Und dann stellst du dir diesen Erfolgsfilm immer wieder vor. Ne? Dieser Film, in dem du die Person bist, die du gerne wärst, die du in allen Bereichen bewundern würdest. Und das machst du jeden Tag. Einfach in einem entspannten Zustand und auch am Abend meinetwegen. Wenn du irgendwelche Fehltritte hast, die einfach dokumentieren und dann im Geist einfach mit korrekten Handlungsmuster korrigieren. Ja, das ist ein ganz einfaches Ding. Das wird immer wieder auch in der Persönlichkeitsentwicklung und in Produktivitätshacks und so weiter angesprochen. Ganz, ganz simpel. Journaling, Reviews, Planung, da geht es immer darum, auch in 5-Minute-Journal, was habe ich gut gemacht, was kann ich noch besser machen? Ja, Fehler korrigieren.
Aber nicht im Sinne von, oh, ich bin so blöd, hoffentlich mache ich das nie wieder, sondern man stellt sich dann entspannt vor, wie man es hätte anders machen können, so dass man am Ende des Tages glücklich mit dieser Entscheidung gewesen wäre, ohne es großartig zu bewerten, sondern entspannt und mit einem guten Gefühl. So gibst du deinem Unterbewusstsein Zielbilder, als irgendwie ständig zu versuchen, im Hier und Jetzt, irgendwie im Äußeren, im Alltäglichen dann diese Ergebnisse zu erzwingen, weil das funktioniert nicht. Dein Handeln wird bestimmt durch dein Selbstbild. Das Selbstbild definiert den Rahmen des Möglichen für dich. Außerhalb dieses Rahmens ist Handeln nicht möglich. Das heißt, den Rahmen des Möglichen kannst du erweitern durch die Definition deines eigenen Selbstbildes. Wenn du von dir sagst, du bist introvertiert und gehst ungern auf Menschen zu, weil du halt so bist, Prost Mahlzeit, viel Spaß beim Verkaufen, das wird nicht funktionieren. Dann solltest du dir was anderes aussuchen. Außer du traust dich einfach, Tag zu träumen. Ja, so einfach kann es sein. Du stellst einfach dich selbst vor, wie du diese ganzen Sachen, vor denen du bisher Angst hattest, extrovertiert auf Menschen zuzugehen, mit einer gewissen Leichtigkeit, die Menschen zum Lachen zu bringen, ja, dass du dir das alles einfach mal in einem entspannten Zustand immer und immer wieder vorstellst, mit Details, so lebhaft wie möglich, mit vielen, vielen, vielen unterschiedlichen Sinneseindrücken. Und dann wirst du sehen, dass auf einmal irgendwas passiert. Auf einmal fühlst du dich anders. Mach das mal 21 Tage und du wirst dich wundern, was mit dir passiert. Und so funktioniert das. Den Rahmen des Möglichen spannst du durch deine Vorstellungskraft, durch Visualisierung. Affirmationen funktionieren dabei natürlich auch als sprachliche Anker, weil man ungefähr weiß, in welche Richtung man sich orientieren möchte und dann erinnert einen das genau daran. Aber bitte, bitte, Finger weg von diesen, ich bin so glücklich und dankbar, Millionär zu sein. Das funktioniert nicht, das ist Blödsinn. Affirmationen müssen immer im Rahmen des Glaubhaften sein. Ja? Zum Beispiel, ich bin so glücklich und dankbar, mit jedem weiteren Tag meinem Ziel einer neuen finanziellen Unabhängigkeit näher zu kommen, weil ich Tag für Tag mich ein klein bisschen weiterbilde und immer mehr verstehe, wie man erfolgreich seine Kunst vermarktet, meinetwegen. Ja, ist eine lange Affirmation, aber absolut glaubhaft für dein Unterbewusstsein. Und wenn du dann auch noch täglich etwas dafür tust, sei es nur einfach nur 5 Minuten etwas zu lesen zu dem Thema oder dich einfach nur mit deinem Marketing zu beschäftigen, Erkenntnisse zu haben, dann wirst du sehen, dass dein Unterbewusstsein dich nicht nur unterstützt dabei, auch diesen Weg weiterhin zu gehen, weil es sieht, dass es wahr ist, sondern du wirst auch mit Erkenntnissen beliefert, die dein Selbstbild bestärken. Ja, du wirst auf einmal Ideen bekommen, die du davor nie hattest. Du wirst auf einmal Erkenntnisse haben, nach denen du händeringend gesucht hast. Aber diese Erkenntnisse kommen erst, wenn dein Selbstbild mit dem kongruent ist. Also, diese automatischen Handlungsmuster, diese Dinge, die man gerne im Äußeren dann auch umsetzen möchte, die Art und Weise, wie man auf knifflige Verkaufssituationen reagiert und so weiter. Das ist immer eine Frage des eigenen Selbstbildes und das lässt sich verändern, indem man sein Selbstbild definiert und sich reinfühlt und das immer wieder vom geistigen Auge hat. Wenn du das nächste Mal an der Kasse stehst, mach dir Kopfhörer rein, höre am besten irgendwie entspannende Musik und Tagträume. Träume dich in diese Persönlichkeit rein. Ja? Versuche auch im Tag einfach diese Persönlichkeit zu verkörpern, so gut es geht, einfach mit deine Energie, mit der Art und Weise, wie du dich ausdrückst, wie du dich verhältst, wie du dich bewegst, fühl dich in diese Person ein und dann wirst du sehen, dass es nach und nach zu deiner Realität wird. Deine Persönlichkeit ist eh ein Konstrukt, wenn wir jetzt einfach mal das auf den Punkt bringen. Eine Persönlichkeit ist ein Konstrukt, die kann sich jederzeit verändern. Du brauchst einfach nur ein traumatisches Erlebnis und auf einmal bist du ganz anders. Von dem her, warum das nicht ins Positive auch nutzen? Jede Persönlichkeit ist veränderbar. Sag nicht, du bist introvertiert und du bleibst so und du bist halt so. Außer du willst so bleiben, weil das kann man ändern. Ich war auch introvertiert. Ja, ich habe die meiste Zeit auch von mir gedacht, dass ich introvertiert sei. Ja, und jetzt habe ich über 200 Episoden aufgenommen, wo ich auch am Anfang keinen Bock drauf hatte, wo ich dachte, oh Gott, wie soll ich das machen? Ja, und dann habe ich genau das für mich auch genutzt, habe mir das vorgestellt, habe mich als die Person gesehen, die das mit Leichtigkeit schafft. Und tatsächlich, es funktioniert. Ja, das siehst du, ich bin der lebende Beweis dafür. Na, und deswegen nutzt das einfach mal. Wenn du da noch einen kurzen Tipp haben möchtest, Dr. Joe Dispenza ist dir vielleicht ein Begriff, ein neues Ich, na, ist ja so eins seiner bekannten Bücher oder super übernatürlich werden oder sowas. Und er hat auf jeden Fall auch 2 tolle Meditationen, die dir dabei helfen, dann auch deine Handlungsmuster immer wieder neu zu beobachten und die bessere Alternative zu etablieren im eigenen Leben. Das wäre die Morgen- und Abendmeditation. Die gehen jeweils 25 Minuten, die mache ich auch hin und wieder. Ich meditiere eigentlich ohne diese ganzen Tapes. Hin und wieder mache ich es, weil es irgendwie auch eine schöne Abwechslung ist. Aber Meditation ist auf jeden Fall hilfreich. Und wenn du ohnehin schon meditierst, dann
reservier dir innerhalb deiner Meditation einfach mal so einen Punkt, in dem du aktiv dir dieses Erfolgsvideo visualisierst, in dem du die Person bist, die du in allen Bereichen bewundern würdest. Jetzt ist natürlich die Sache, wie kann man sich dann halt motivieren für die Dinge, die halt, ja, die man nicht machen möchte. Naja, du stellst dir einfach vor, dich selbst in der Position, wie du das machst, in der Situation, wie du das machst, aber mit Leichtigkeit und mit einem guten Gefühl. Das immer und immer wieder, mit einer guten Laune, am besten in einem entspannten Zustand, und du wirst sehen, dass es nach einem gewissen Zeitraum passiert. Ganz einfach. Also, das war es soweit heute. Ich möchte nochmal kurz den Hinweis mitgeben, das Unterbewusstsein kontrolliert 99% unseres Verhaltens. Wir glauben immer, dass wir so bewusst handeln. Tun wir aber nicht. Tun wir schlichtweg nicht. Bedeutet, man sollte seinem Unterbewusstsein einfach gewisse Zielbilder einpflanzen, diese Bilder einpflanzen und ihm zeigen, in welche Richtung soll es gehen. Ja, da gibt es dieses interessante Buch Psycho-Cybernetics von Dr. Maxwell Maltz. Das wird aktuell auch in unserem Mindset-Mittwoch vorgestellt, Kapitel für Kapitel in unseren Webinaren. Und da spricht er genau darüber. Also wenn du ein Buch haben möchtest, das du immer und immer wieder lesen könntest, wenn es nur ein Buch gäbe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, das ich bis an mein Lebensende immer und immer wieder lesen würde, dann wäre es das. Weil das ist so die Quintessenz, aus dem alles entsteht. Und deswegen kann ich es nur empfehlen, gibt es leider nur auf Englisch, aber wenn du es auf Deutsch haben möchtest, dann bewirb dich für die Kunstschmiede-Akademie. Dort findest du dann Webinaraufzeichnungen, in denen ich Deutsch dieses Buch aufarbeite, auch mit deutschen Übersetzungen wichtiger Zitate. So Leute, das war es erstmal. Das ist nochmal kurz der Hinweis zu den Dingen, die ich angekündigt hatte. Natürlich der kostenlose Crashkurs auf der ikonenschmiede.de Website. Schau da einfach mal vorbei, meld dich an und sei erfolgreich. Nee, meld dich einfach an, schau es dir an, 20 Minuten geht's. Also nur, wenn du jetzt noch kein Mitglied bist der Ikonenschmiede-Akademie, weil dann wäre das ein kalter Kaffee für dich. Aber ansonsten für alle, die mit dem Gedanken spielen, diese Selbstvermarktung in die Hand zu nehmen, wäre sinnvoll, Website ikonenschmiede.de, einfach auf den grünen Button drücken und weiter geht's. Dann natürlich der Podcast, gibt es nur noch zweimal im Monat. Erste Woche und dritte Woche des Monats sind Podcast-Wochen. Dann natürlich auch der Hinweis, alle Module werden überarbeitet, aktuell mit Erkenntnissen aus den letzten Jahren. Und diese Module werden dann natürlich auch zur Verfügung gestellt zu einem höheren Preis ab dem Release. Davor kannst du dich natürlich noch bewerben für die Kunstschmiede-Akademie und natürlich auch den Zugang erhalten zu allem, was danach kommt an Updates. Dazu mehr auf ikonenschmiede.de/akademie. Und natürlich die nächste Ankündigung, der nächste kostenlose Livestream Q&A auf YouTube. Der findet auch wieder bald statt am 14.08. um 12 Uhr bis 13 Uhr. 14.08.2021 natürlich von 12 Uhr bis 13 Uhr. Dort verlose ich wieder drei Plätze für jeweils eine Stunde One-on-One-Coaching mit mir. Die Teilnahmebedingungen gibt es am Ende des Livestreams von mir, damit man dann auch sich das bis zum Ende anschaut. Nebenbei erwähnt nochmal, ich biete grundsätzlich keine One-on-One-Coachings an, also ist das vielleicht auch eine besondere Möglichkeit für dich, um endlich erfolgreich deine Kunst voranzubringen. In dem Sinne, ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst, und wir hören uns in 2 Wochen in der nächsten Episode. Bis dann.